Leute, willkommen zurück. Gut, dann wollen wir mal weitermachen hier. Du. Au. Autsch. Du siehst bärenstark aus. Kannst du mir helfen und diesen Felsen? Okay. Wow, wie stark du bist. Komme herein und ich werde dich fürstlich belohnen. Ah, die ist sogar für Kasui zu steil. Dann müssen, na genau, im Herbst müssen wir dann nochmal, weil dann im Herbst ist das Wasser wieder hoch. Aber ich hole das erste Mal den Herbstschalter. Der ist nämlich da. Das ist ein Duftvogel da. Bam. Wieso tut eigentlich mein Ellerbogen zur Zeit so weh? Egal. Gehört der jetzt nicht hin. Irgendwie knackst mir den Stuhl gerade. Ist unerträglich. Haben wir da schon Noten? Ja, ein paar Noten haben wir schon gefunden. 4 Stücke. Dann noch eine Raupe. 5 Stück brauchen wir hier für diesen kleinen Dickerchen. Wow. Schnauze. Was bist du hier? Ach, du bist schon tot. Genau, da war doch was. Rechnung beglichen, würde ich mal sagen. Dunk. War das im Sommer schon oder erst im Winter? Ah, es war da schon. Na du? Oh nein, ihr beiden schon wieder. Gobi dachte hier vor euch sicher zu sein. Falsch gedacht. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. Tja. Nochmal? Ach komm, einmal noch. Noch nicht mehr? Schade. Achso, ihr schlaft. Egal. Gib mir dann jetzt... Ach, da ist noch ein Wurm. Hallo? Was ist denn ihr hier? Mummuschel, nee, brauchen wir es nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Nee, dürfte ich nichts mehr verlangen. Juhu! Wir mussten auch niemals Mummuschel suchen. Nochmal neu auftreiben. Verwandle ich mich jetzt schon? Nee, noch nicht. Es hat noch Zeit. Aua. Scheiße. Leider dieses arme Tier wäre doch nur ein Fakir. Hallo? Ja, oder? Nee, verwandle ich mich jetzt schon. Erstens, weil ich Lust dazu habe und zweitens... Macht er nix. Was so? Na, was war? Jetzt ist es dann auf jeden Fall zu heiß. Ah, super. Was bist du nur für ein Schamane? Mummuschel, die brauchen wir keinen mehr. Also sprich nur im Frühling verwandelt er uns. Boah. Bei Winter macht er mal den Winterschlaf und Herbst ist er dabei, das Laub zusammenzurechen. Oder die Blätter, wenn man so sagt. Busch. Busch wieder. Was noch ein Wurm. Okay, wir haben jetzt alle 5. Ne, sonst bauen wir da aus Max. Da bleiben. Ne, guck mal. Die Noten. Genau. Husch. Da ist noch ein Puzzleteil. Alarm. Oh
Aber ist der dicke Bär. Er will Gruntillas Gold klauen. Stecht ihn. Zubas. Wusch. Das reicht nur nicht lang. Aua. Das wäre so schön einfach gewesen. Nein. Okay, das darf ich nicht machen. So. Wuhu. Ich hoffe, das funktioniert so. Muss ich die kaputt machen oder? Wie ist das? Oh ja, den muss ich kaputt machen. Boah. 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 Er hat uns besiegt. Naja, es war sowieso kein toller Job. Immer dieses langweilige Ding zu bewachen. Oh, jetzt muss ich höllisch aufpassen. Aber wirklich extrem. Da liegen noch eine. Das ist gut. Wenigstens drei. Okay. Da sind wir wenigstens nicht mehr ganz so anfällig. Schon hier stellen. Schon mal 6. So, was haben wir doch oben? Naja. Auf jeden Fall ist da drinnen ein Puzzleteil. Mips. So in den Sachenraum mit dem letzten Nerv. Das schafft er. Oh! Mami! Aha. Ich hab so Schiss da. Aha. Da ist ein Puzzleteil. Jetzt will ich aber erstmal zu unserem Dickerchen laufen. Bevor ich da noch irgendwas... bevor ich da noch irgendeinen Scheiß anstelle. Hallo, Ich muss da so höllisch aufpassen, ey. Ich freue mich schon aufs Finale. Super. Das ist ja mal fies. Das ist mal wirklich fies. So, da kriegst du den Würmer. Schön saftig. Ich mag keine Würmer. Ja, wir dürfen den einen behalten vielleicht. Ich dachte, du pupst. Rups. Jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Ja. Hast auch einiges gefuttert jetzt. Schau, ob es da oben noch was gibt. Jetzt sind mehr Stämme draußen. Das macht's einfacher. Du hast nichts. Du hast wahrscheinlich auch immer noch nichts drin. Nope. Also gehen wir wieder. Das will ich aber immer trotzdem noch
da ist Puzzleteil haben. Ui. Zurück ist viel einfacher. Ich bin still. Jetzt sehe ich gerade so ein bisschen. Das wird ein großer Part. Wo war das jetzt? Warte. Hm? Da war doch irgendwo da in der Nähe. Oh, perfekt. Okay, Leute. Ich sage euch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.